Hallo Leute, hier ist Herr Gusor wieder auf der knallharten Suche nach dem dunklen Elixier. Ist er hier und kämpft wie ein Stier? So, gucken wir mal. Machen wir hier mal ein bisschen Alarm. Aber nur ein bisschen. Und jetzt gucken wir mal, ob hier noch irgendwo eine Falle ist. Nee, eine Falle ist nicht da. Aber es könnte sein, dass da noch eine Sprungfalle ausgelöst wird, wenn der Riese dahin gehen möchte. Aber das sehen wir gleich, denke ich mal. Zack. Da haben wir sogar noch Gold. Das ist natürlich ziemlich geil. Ich meine, er hat es mir wirklich super einfach gemacht. Okay, ich meine, jetzt könnte es natürlich sein, dass ich das Town Hall nicht kriege. Mal gucken, wie einfach er mir das macht. Ob er es mir noch ganz einfach macht, ob ich da lang laufe. Ich meine, er hat keinen Magierturm da. Ganz ehrlich, dann haue ich das Zeug hier noch klein und renne da noch zu dem Gold. Weil ganz ehrlich, das Gold nehme ich mir auf jeden Fall noch mit. Wir haben garantiert vier Lager. Nee, wir haben drei Lager. Das heißt, wir haben da 100.000 zu liegen. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Wäre ja schön blöd. Und dann würde ich sogar gerne noch die hier getten. Auf jeden Fall. So, aber auch wieder vorsichtig, ob irgendwo was ist. Ja, nicht. Eigentlich hättest du. Ja, geil. Cool. Trotzdem rein. So, nicht alle. So, Magierturm ist da kein Hindernis, ganz klar. So, wir könnten eigentlich nochmal ganz gechillt gucken, ob wir hier doch das Town Hall noch snacken können. Wenn das nämlich noch zu Bruch geht, wäre das jetzt für mich nicht unbedingt schlimm. Wenn es aber nicht der Fall ist, ist es auch nicht weiter wild. Also der Loot war vollkommen in Ordnung. Das hier lasse ich. Ach, sogar noch 50% gekriegt. Ohne Spells zu verwendet zu haben. Ja, geil. Gucken wir mal. Ja, läuft. 200.000 knapp Gold. Und noch die 700 D-Alex. Auf jeden Fall bin ich dabei. So, meine Queen ist auch gleich ready. Das ist natürlich echt cool. Genau, man muss dazu sagen, die Queen war jetzt beim letzten Angriff nicht mal dabei. Und dafür lief es ja echt mal mega soft. Kann man nicht meckern. So, Riesen noch, ja. Und dann aber auch wieder hier jetzt langsam die Mauerbrecher rein. So. Ja, mit Boost ist das schon. Ich habe schon wirklich Ewigkeiten nicht mehr geboostet. Also außerhalb zu der Spendensache. Ja, dann sind wir gleich durch. Queen ist schon wieder ready. Wo habe ich angefangen? Oh, ich habe schon 5.000. Nee, Quatsch. 4.000. 4.000 Dunkles gezogen. Alex gleich geblieben. 400.000 Gold. Naja, okay. Aber 4.000 Dunkles ist ganz nett. Da komme ich der Queen dann schon, ich glaube 85 oder? Nee, 80.000 erst. Ja, das geht aber. Also 80.000 ist jetzt nicht so der Renner. Und besonders hier unten geht's. Also wirklich, sonst war es ja wirklich so, sobald du irgendwie ein bisschen D-Alex brauchtest, musstest du nach oben. Aber das ist nicht mehr der Fall. Also da haben sie das wirklich abgeändert. Hier haben wir Town Hall 8. Da Fläche. Da gehen wir rauf. Ich würde sagen, King werden wir nicht so... Doch, wir konnten den King locken, sage ich mal. Relativ. Zack. Dann jetzt erstmal natürlich den King mit den Bogies wegballern, weil da halten die Riesen dann nicht wirklich stand. So, den Heil da. Ja, genau. Heil passt. Mauerbrecher drinne, einwandfrei läuft. Also das sollte... ein Selbstläufer sein, das D-Alex würde ich schon als meins bezeichnen. Genau, da noch rein, dass man da eben noch clearen kann. Holen wir uns kurz schon mal das D-Alex. Das wollen wir auf jeden Fall. Das war der Hauptgrund. Und alles andere ist jetzt Bonus.
Alles andere ist Bonus. Ich habe sogar noch die Queen. Die Queen macht jetzt das Town Hall nackig. Und dann ist das eine ganz chillige Runde hier. Jetzt denke ich, dass die Queen nicht noch woanders hin triggert, sondern ich denke wirklich, die geht aufs Town Hall. Ah, nee. Ja, genau, nimm dir die CB. Genau, nimm sie dir. Und bleib sogar noch schön in der Range vom Bogiturm stehen. Das schafft sie nicht mehr. Aber egal, ich will das dann, so wie jetzt, weil es so knapp ist, will ich das dann doch schaffen. Und dann würde ich. Soll ich meine Clan-Truppen. Aber hier auch. Ich meine, das ist nicht viel Gold, was da jetzt bei rumkommt. Nee, dann fange ich mit den Clan-Truppen jetzt nochmal von hier an. Dann kommen die nochmal von hier, weil die haben nur noch 5% zu managen. Jetzt ist das Goldlager gleich down. Es sind nochmal zwei weg, ganz genau. Und jetzt hier ganz easy kriegen wir dann sogar noch einen Two-Star draus. Sollte zumindest. Alter, wie weit schießt denn der Bogiturm bitte? Alter, nimmst du Drogen? Du bist doch gedopt. Du bist doch gedopt. Alter Falter. Der ist ja echt nicht mehr normal. Bitte stellt euch da ein bisschen weiter ran und snackt euch noch das Rathaus. Boah, die haben keine Lust. Die haben echt keine Lust. Egal. Dann ist es halt. Ah, doch, hier. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Achtundvierzig. Ja, kriegen wir hin. Schönes Ding. Oh nee, das ist dann zu viel verballern. Schade, er hat keinen Sammler, keine Mine mehr draußen. Egal, dann gebe ich auf, weil das ist es nicht wert. Also dann jetzt irgendwie zu sagen, komm, das ist es nicht wert. Schauen wir mal, wie weit die Truppen sind. Das müsste gleich wieder weitergehen können. Ja, das ist hier echt ein stetiges Treiben. Ich habe mir einfach auch vorgenommen, dafür jetzt einfach wirklich mehr Zeit noch mir zu nehmen. Wirklich für die Angriffe, beziehungsweise dann einfach auch fürs Video selbst. Weil zuvor war es dann immer so, oh naja, gut, okay, fertig. Und natürlich, wann habe ich das letzte Mal geboostet? Wirklich, ich sage es nochmal. Wie gesagt, klar, ich habe natürlich was davon, das ist ganz klar. Aber wie gesagt, mit dem App-Bounty, das läuft echt geil. Also da. Habe ich irgendwie 15 € oder sowas sind es jetzt, die ich da schon wieder reingekriegt habe. Also wenn ihr auch einen relativ großen Bekanntenkreis oder sowas habt, die auch App Bounty machen wollen, könnt ihr euch das na da natürlich auch selber ransetzen. Also ich bin der Letzte, der dann sagt, ah, naja, aber bitte schickt die mal alle über meinen Link. Klar könnt ihr das machen, wenn ihr sagt, ey, komm, der Guzu hat den Support verdient. Aber natürlich könnt ihr auch selber sagen, komm, ich habe jetzt meinen eigenen Link und dann geht's los. Klar. Und dann kommt man da echt schon richtig gut dabei weg. Und für mich ist es einfach halt wichtig, was ich halt von Anfang an sage, dass ihr eben halt keine Kohle ausgeben müsst. Das ist das Wichtige. Das ist das A und O. Weil ich bin echt der Meinung, ihr habt noch genug Sachen, für die ihr Geld ausgeben werdet später. Und dann muss es nicht für ein Game sein. Meine Meinung. So, gucken wir mal hier. Ich meine, wir haben drei. Ja, das ist nicht weiter wild. Wir haben 300 und das ist nur im Lager. Okay. So, dann stelle ich jetzt hier gleich mal meinen. Nee, ich waste jetzt zwei Riesen, dass ich. Schön mit meinen Kobis. Sonst sind die Kobis ja im Nu weg, ratzefatze weg. Und da konnte ich nichts ziehen und da habe ich ja auch nichts von. Nu, komm noch mal hier. Dann kommen noch mal ein paar Riesen. Ich meine, das lohnt sich ja jetzt auch nicht mehr für 300. Für 300 da so ein bisschen. Da ist auch noch was. Genau, denn jetzt kommt sogar noch die CB raus. Na, herzlichen Dank. Aber ich habe mir das Dunkle gezogen. War jetzt nicht die Menge. Aber es ist halt so. Kleinvieh macht auch Mist. Ich nehme auf, die Siax. Echt, Moinsen Leute, willkommen hier zu einer neuen Folge auf Gusos Kanal. Was geht? Ja,
Machst du Bildschirmübertragung? Ja klar, kein Thema, warte. Platz hier einfach mal in die Ja, Aufnahme rein, Leute. da sieht man es aber, es ist einfach mal real, es wird nicht geschnitten und DZX ist immer gerne am Start. Genau. Worum geht's gerade? Es geht darum, dass ich mega dicke Eier habe. Nee, das soll man ja hier Okay. auf YouTube nicht so unbedingt sagen. Nee, die Sache ist einfach die. Keine Ahnung, zeig mal kurz den Facecam so. Ja, genau, dann ist es aber keine Facecam, das ist eine Eggcam oder eine Stimmt. Ballcam, Ballcam. ja. Boah, sowas sollte ich in meinen Videos einführen. Ich hänge mir so eine Webcam unter und schreibe. Oh, das ist voll die geile Idee. Danke, das hast du gerade wieder auf eine Idee gebracht. Ja, Die ich krieg Ballcam. 10% vom Erlös, genau. Genau. Ich guck mal, ich habe schon wieder zu viel Mauerbrecher. Und zwar ist die Sache die, ich habe einen Push und Okay. bin gerade ordentlich am Boosten. Das läuft eigentlich ganz gut. Und ich will 25k Dunkles kriegen. Okay. Oh, okay, das dauert noch ein Momentchen. Ah, so lange ist das nicht mehr. Ich spiele jetzt momentan. Kleinen Moment, du siehst ja, wie lange der Push ist. Gucken wir gleich rein. Das geht. Also wirklich, Ach, du, das meine geht hier Software lädt einfach momentan. Warte mal, viel Push bevor das läuft jetzt mal. seit 40 Minuten läuft er. Also das passt jetzt. Gucken wir mal. Ich muss halt einfach schauen, ob Bist du? wir Upsala. geile. Ach so, bist du auch gerade online Jo, gekommen oder nein, du was? bist ja jetzt auch gerade in Keep Calm. Genau. Ich weiß gar nicht mehr, wie das mit dem YouTuber-Clan War Clan jetzt eigentlich aussieht. Na, die Sache ist halt einfach die, Viel. also ist halt einfach eine mega geile Nummer, ganz klare Sache. Bloß die Sache ist halt einfach wirklich die, Man wenn ich bekommt gerade Metro. meine Helden hochballere, dann bringt's nichts, irgendwie im CW-Clan zu sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ansonsten irgendwie, keine Ahnung, man hat auch irgendwie so ein bisschen das Problem, dass man halt keine Truppen bekommt, wenn man welche braucht. Okay, das stimmt auch wieder. Na klar, weil man ist ja diese, sind wir ehrlich, wir sind diese Perfektion in unseren Clans gewöhnt. Also Auf jeden sprich, Fall. du sagst Handvoll an Hallo Truppen. und bam, 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 ist die Ja, CB genau. voll. Und dann stehst du da im YouTube-CW-Clan und denkst dir, Ja, ich habe letztens wirklich aufnehmen wollen und habe einfach 6 Stunden darauf gewartet, Oh, das dass ist mir krass. ein Zu Golem, welcher? Max Golem oder Max Pekka gespendet Okay, wird und konnte krass. deshalb kein zweites Video mehr raushauen. Ah, ärgerlich. Und Ja. das ist halt dann echt irgendwie so eine Sache, wo ich dann sagen muss, Sollten wir eventuell aber ändern scheiße. können, dass man da eventuell eine Änderung reinbringt, und zwar, dass man sagen kann, dass man einen Spendenclan nur dafür hat. Ja, also ich bin irgendwie am Überlegen, ob ich auch mal wieder einen Abo-Clan machen soll. Das haben sich viele gewünscht. Ob man da halt einfach wirklich mal sagt, hey komm, schließen sich drei YouTuber zusammen, sagen komm, Clan ab 3200 Pokalen, ist jetzt hart gesagt, aber ich und dich hatten das ja mal gemacht, ne? Okay. Also hatten wir es Tell vor, oder me hatten wir es nach? more Also ich about glaube, wir hatten es this. sogar gemacht, einen Champion-Clan, ja, aber nur für ganz kurze Zeit. Und wir waren da wirklich mit 35 Leuten alle Champ, glaube ich. Und diese ganzen Champion-Leute sind halt auch richtig aktiv. Und ja, deshalb irgendwie sowas wäre vielleicht nochmal so eine ganz coole Idee. Okay. Vor allem, weil die Reichweite sich im Endeffekt jetzt auch nochmal vergrößert hat von allen von uns. Ja, natürlich. Ja, klar. Und Logisch. da wird man Das schon ein paar ist. Champion-Leute auf jeden Fall zusammenbekommen. Ah, hier, guck mal, hier 1,5. Aber Richtig, der ja. Rest ist halt schlecht. Das wäre so eine Sache gewesen, die hätte man. Mein Mikrofon. Die hätte man halt blitzen können. Aber Blitzer habe ich nicht dabei. Ich will mich jetzt so ein bisschen eingrooven in den Bereich. Oh. Ha, hm, ha, ha. Es ist so halb. Also ich meine, es ist natürlich Goblin Paradise, sind wir mal ehrlich. Das ist natürlich der übelste Oberhammer. Doch, ich gehe rein. Ich Ja, gehe man muss rein. halt nur Ich auch wirklich aufpassen gehe mit den rein von Mörsern hier. und so. Nee, Mörser. Digga, ich weiß gar nicht, was ich die ganze Zeit mit meinen guck mal, Mörsern. ich hab genug Riesen. Das Okay, okay. passt. Ja, Das gut. läuft. Das geht Und dann. wenn ich die nicht gerade hier reinballere, da gehen mir natürlich die Riesen dann platt. Dann sollte das ganz chillig laufen. Oh. So, zack, zack. Und dann noch natürlich als Verteidigung, sonst knallt mir der King auf jeden Fall die Riesen kaputt. Ah, jetzt laufen die natürlich außen rum. Das wäre natürlich eher unschön. Dann hauen wir hier nochmal ein paar Mauerbrecher rein. Und ich hau hier noch einen Heal rein. Ich probiere nämlich jetzt ein bisschen diese Heal-Taktik, dass ich da einfach wirklich ein bisschen mehr mit dem Heal mache. Weil ich habe sonst einen Heal auch nie verwendet. Also, weil, ja, weißt du selber, was brauchst du bei Barch Heal? Naja, stimmt schon. Das ist Die werden trotzdem eher one-hitted. Quatsch. Also, das ist unnötig. Und jetzt hauen wir hier einfach mal richtig voll. Oh, die Schlange, die haben sogar noch aufeinander gewartet, die Goblins.
Auch nicht schlecht. Läuft bei euch. Soll ich da nochmal einen Heal raufquetschen? Nee. Teamplayer. Nee, Ja, wir müssen geil. halt jetzt Das wirklich Dunkle nur ist gucken. weg. Ah, Das Dunkle dunkles, ist weg, ja, ja. ist denn nice. Und die Riesen machen auch noch ein bisschen was, aber klar, da läuft natürlich nicht mehr viel. Guck mal, der hat Max-Magier drinne. Da bin ich noch relativ weit gekommen. Guck mal. Und ich habe sogar fast alles Elixier rausgezogen. Sehr geil. Nice Angriff auf jeden Fall. Nee, ich baue mir jetzt auch, denke ich mal, wieder eine Farming Base. Ich verpiss mich jetzt mal von Champ hier. Einfach um auch mal wieder ein bisschen zu farmen, weil ich komme halt momentan einfach wirklich nicht mehr wirklich weit halt. Also so von Na, genau, ressourcenmäßig. das ist das Problem. Du stehst da, du denkst dir, gut, okay, ich krieg jetzt zum Beispiel D-Alex und sowas, aber dann passiert halt in der Base nicht weiter was. Na, die Alex kriegst du hier oben auch einfach nicht viel, weil du dann einfach wieder zerstört Ja, wirst. klar. Und man darf halt einfach nicht vergessen, also ich meine, klar, wenn man jetzt sieht, oh, hier der und der Angriff hat übelst was gerissen. Ja, okay, aber dann wirst du natürlich auch wieder gethreestart und bist total down. Ja, nee, also ich hatte jetzt wirklich schon nicht zu selten mal einen Angriff mit 400.000 von beidem mindestens, Ja. plus halt dann nochmal 180.000 Loot-Bonus. Aber im Endeffekt werde ich dann auch, wenn ich offline gehe, direkt erstmal wieder 400.000, bin ich dann erstmal wieder Genau, los. richtig. Und deine Und ja. Truppen kosten halt auch was. Überlege Naja, mal, was genau. deine Truppen, wenn du die zusammenrechnest, mit was greifst du an? Lavalunien oder was nimmst du? Go Wipe. Go-Wipe. So, naja, dann weißt du ja schon mal. Ja, genau. Dunkles Elixier. Gucken wir mal. Einfach nur mal kurz rein. Du nimmst drei Golems, oder? Vier. So, du nimmst sogar vier Golems. Was kostet der Fünfer Golem? Oh Gott, keine Ahnung, um echt zu sein. Ein Okay, bisschen mehr, also, 800, irgend sowas ja, so wahrscheinlich. in dem Dreh müsste das sein, irgendwie 800, 850 vielleicht, irgendwie sowas. Ja, überleg mal, was da investiert wird. Ja, genau. Also, ich meine, hallo, da In ist dann einen auch Angriff mal, allein. Ja, ja, stimmt da schon. musst du schon ordentlich Ressourcen wasten. Das soll es aber leider erstmal wieder für diese Folge gewesen sein, sonst wird das wieder zu lang und das geht ja gar nicht. Aber ich habe den Diziax ja immer noch am Start, also nächstes Video werdet ihr ihn wieder sehen und ihr werdet ihn auch wieder hören. Wenn Jo. er euch gefällt und diese hocherotische Stimme euch erregt, dann dürft ihr gerne So auf sieht's seinem aus. Channel vorbeigucken. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao. Ciao.